Hallöchen Leute, ich bin's wieder. Und wie man hier sehen kann, geht es heute nicht um Terraria, sondern um Minecraft. Und ja, das hier ist ein Server, wie man sehen kann. Der Server heißt Crashcraft. Und ich finde ihn ziemlich gut, deswegen mache ich hier auch eine Vorstellung drüber. Wäre dumm, wenn mir nicht gefallen würde, ich trotzdem eine Vorstellung machen würde. Ja. Jedenfalls ist es ein ziemlich geiler Server. Eigentlich der einzige, auf dem ich hier spiele. Hallo X-Son. Ja, er hat Platz für, ich glaube, 20 oder so, ja. Und hier ist jedenfalls mal der Spawn. Hier stehen die ganzen Regeln. Kein Griefen, keine Hacks, kein Spam, immer nett sein, keine Mods, respektvolles Verhalten, keine unnötigen Fragen. Keine sexuellen Anspielungen sollte das heißen. Kein Caps. Nichts Illegales bauen. Keine Ahnung, was die damit meinen. Nicht abwerben, nichts zerstören, nicht betteln, keine Beleidigungen. Dann hier sind die Ränge. Für 10 Euro bekommt man VIP. Das Premium 20, Elite 25. Könnt ihr euch alles anschauen. Hier User Shops. Da kann man Sachen kaufen. Hier sind die Köpfe von den Admins und so weiter. Hier Miyaku, Crazy, Pfizer, das ist der Oberboss. Und, ah nee, der Oberboss ist hier Maxi 15. Aber Pfizer gehört auch zu einer wichtigen Person. Genauso wie der hier, und das ist ein Admin, sie, und Salkintec, hier ist ein Officer. Heißt, er es ist sowas wie, also nicht VIP, sondern wie ein Polizist halt, der auf den Server aufpasst. So, hier sind die Warps. Warp Jail, GS, Freebuild und so weiter, ja. Hier hat man nochmal eine schöne Sicht auf den Balkon. In die Welt. So, was hier oben ist, war ich noch nie wirklich. Ist halt einfach nur so. Ah, da ist ein Shop. Sachen anscheinend kaufen kann. Der ist aber noch nicht ganz fertig, wie man sieht. Ja, naja, ich habe jetzt gerade volle gekauft. Und ja, dann, wenn ihr ein GS wollt, gebt ihr einfach Warp. So. Warp GS ein. Und dann seid ihr hier. Und da steht es auch schon für ein GS P Auto. Also PlotMe. Das ist ein Plugin, das nennt sich PlotMe. Er gibt einfach Blocken Auto ein, bei mir geht es jetzt nicht. Weil ich kann immer nur eins machen. Und dann werdet ihr automatisch einem Grundstück zugewiesen. Wenn ihr zurück wollt, müsst ihr Home machen. Und dann erscheint ihr vor eurem Grundstück. Das ist mein Haus hier. Waffen cool, Holz und so weiter. Da habe ich jetzt, ja, jetzt nicht so viel. Ich bin noch relativ neu auf dem Server, oder die haben, das heißt neue Spiele eigentlich etwas länger, aber sie haben eben die Map neu gemacht und da habe ich eben ein altes Haus verloren mit dem ganzen Zeug. Aber das ist gar kein Problem, das macht Spaß, nochmal neu anzufangen. So, da ist einer, der heißt Creeper Hunter. Mal kurz aufmerksam machen, dass ich überhaupt aufnehme. Und ja. Wahrscheinlich sagen jetzt alle, hi YouTuber. So wie auch immer. Dann gibt es noch Warp-Abbau. Ich bin so ein Trottel, weil ich habe das nie gemerkt, dass es das hier gibt. Also ich weiß es jetzt natürlich schon, aber... Hier kann man, wie der Name schon sagt, Sachen abbauen. Fichtenholz hier zum Beispiel, kann man einfach nur klopfen hier. Und wenn es leer ist, kann man einfach das dem Owner sagen oder so. Ja, ist normales Holz. Birkenholz. Und so weiter. Hier hat es Ziegel, Stein und eben alles Mögliche. Verarbeitetes Holz, Glowstone, ist auch ziemlich geil. Man hat es hier unendlich Essen, Melonen, Wolle. Netherquarz und Sand. Ja. Dann gibt es noch Warp Jump, wenn es noch gibt. Ich bin nicht ganz sicher. Ja, gibt es noch. Das ist so ein Jump-Rump-Ding. Da kann man. Oh, verdammt.
Ja, da kann man eben drauf hier, so zack, zack, zack. Ich bin jetzt zu dumm dafür, tut mir leid. Und da müsst ihr das eben hochschaffen und so. Und das ist halt Jump'n'Run halt, ihr kennt es bestimmt. Ja. Dann könnt ihr bei Warps einfach hier so schauen. Dann gibt es hier noch Warp Tierfarm. Und so weiter. Also ihr könnt hier, ihr habt hier wirklich sehr viele Möglichkeiten. Da könnt ihr runter und Tiere klopfen und so weiter. Dann gibt es hier noch Warp Flügel. Seid ihr in einer ganz normalen Welt, wo ihr Sachen abbauen könnt. PvP ist an, aber die Owner haben es nicht so gerne, wenn man dort tötet, also auf gut Deutsch. Oh. Zu mir haben sie mal gesagt, dass sie es nicht so toll finden, aber ja, wie auch immer. Aua. So, dann, wenn ihr aber euch battlen wollt, gebt ihr Warp PvP ein. Und dann seid ihr in der PvP-Arena, wo ihr euch battlen könnt mit euren Freunden oder auch nicht mit euren Freunden, mit Feinden. Und ja. Ja, so viel dazu. Also, und die Owner sind wirklich sehr nett. Pfizer zum Beispiel und Maxi15, die geben sich wirklich Mühe hier mit dem Server. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal drauf vorbeizuschauen. Er ist eigentlich immer online. Ich spiele jetzt nicht so viel Minecraft, eigentlich gar nicht mehr, außer dieses Event, wo ich demnächst machen werde, aber egal. Aber wenn ich spiele, dann gehe ich eigentlich nur auf diesen Server hier. Also, ich habe keinen anderen Server außer dem. Ja. Also dann, tschüss. Ich hoffe, ihr werdet joinen auf diesen Server. Die Inhaber werden sich auf jeden Fall freuen. Und die IP steht in der Beschreibung und so weiter. Und tschüss.